Es gibt 5 Tipps für Ihr Vorstellungsgespräch, die müssen Sie ganz schnell vergessen, denn diese Tipps, die Ihnen alle geben, die überall im Bewerbungsratgebern stehen, die überall im Internet stehen, diese 5 Tipps, die sind einfach nur falsch. Ich warne Sie vor diesen Tipps und ich sage Ihnen, wie Sie es besser machen. Mein Name ist Martin Wehrle. Der Fokus bezeichnet mich als Deutschlands bekanntesten Karriereberater und ich habe die Geheimakte Vorstellungsgespräch geschrieben. Das ist ein Buch, in dem Sie die 50 besten Antworten fürs Vorstellungsgespräch bekommen und danach total sicher in dieses Gespräch gehen können. Und ich beginne gleich mit dem ersten Tipp, den ich gerade wieder im Internet gelesen habe, und zwar aus dem Mund eines sogenannten Profis. Wenn Sie diesen Tipp umsetzen, dann ist Ihr Vorstellungsgespräch verloren und dann fallen Sie durch. Der erste Tipp, der von vielen gegeben wird, lautet: Kommen Sie ins Gespräch 5 bis 10 Minuten früher. Das soll ein Signal sein, dass Sie ein engagierter Mensch sind. Sie kommen also nicht pünktlich, wenn Sie um 14 Uhr eingeladen sind, sondern Sie stehen schon da um 13.50 Uhr. Ist das wirklich ein positives Signal? Versetzen wir uns in diejenigen, um die es geht, in die Entscheider. Angenommen, die haben davor ein Vorstellungsgespräch und danach sind Sie dran. Sie bringen den ganzen Plan durcheinander, wenn Sie zu früh auftauchen. Erstens besteht die Gefahr, dass Sie dem Bewerber oder der Bewerberin vor Ihnen noch begegnen. Das möchte man unbedingt vermeiden, denn es gilt ja das Gesetz der Diskretion. Das könnte ein jetziger Arbeitskollege oder eine Arbeitskollegin von Ihnen sein. Das ist der erste Grund, warum Firmen es nicht mögen, wenn sie zu früh auftauchen. Und der zweite Grund, warum Firmen das nicht mögen: Sie nehmen natürlich die Organisation, sie nehmen den Empfang, sie nehmen die Sekretärin, sie nehmen die Kapazität der Firma zu früh und auch zu lange in Anspruch. Denn Ihr Gespräch beginnt dann ja erst um 14 Uhr und Sie sind dann eine bestimmte Zeit da. All das können Sie vermeiden, indem Sie es besser machen, nämlich: Achten Sie darauf, dass Sie niemals in kleinen Firmen zu früh da sind. Kommen Sie 1 bis 2 Minuten, bevor das Gespräch beginnt. Wenn es eine große Firma ist, wenn die Wege länger sind, wenn Sie nur sich am Empfang anmelden und dann irgendwo vorgelassen werden, dann kommen Sie zum Empfang etwas früher, 10 Minuten früher, und fragen Sie: Wie lange dauert es, bis ich an dem Platz bin, wo das Vorstellungsgespräch stattfindet? Und wenn man Ihnen dann sagt, das dauert etwa 3 Minuten, dann kommen Sie bitte 3 Minuten vorher noch einmal an den Empfang und dann werden Sie pünktlich beim Gespräch sein und einen allerbesten Eindruck machen. Und ich komme zu einem zweiten Tipp, der Sie ins Unglück stürzen kann. Der fünfte wird übrigens der gravierendste sein. Den müssen Sie sich unbedingt merken, denn sonst kann Ihr Job futsch sein. Der zweite Tipp lautet: Fassen Sie in Ihrer Selbstpräsentation Ihren Lebenslauf zusammen. Das ist ein dummer und ein grottenfalscher Tipp. Viele Bewerber machen das. Die beginnen ihre Selbstpräsentation mit: Ja, ich habe die Realschule besucht, danach habe ich eine Ausbildung bei so und so gemacht und dann habe ich und dann habe ich und dann habe ich und dann habe ich. Sie merken es, das ist todlangweilig, wenn Sie einfach nur aufzählen, was Sie in Ihrem Leben gemacht haben. Denn erstens wissen die Entscheider genau, was Sie gemacht haben. Die haben ja Ihren Lebenslauf gelesen. Und dass Sie das, was bekannt ist, einfach nur nacherzählen, das langweilt alle Beteiligten, auch Sie selbst. Die heimliche Frage bei der Selbstpräsentation, die lautet eben nicht: Erzählen Sie mal, was Sie alles schon gemacht haben, sondern die heimliche Frage lautet: Erzählen Sie, was Sie für uns Relevantes schon gemacht haben. Und das ist ein gravierender Unterschied. Die Firma interessiert es überhaupt nicht, beispielsweise, dass Sie 5 Fremdsprachen beherrschen, wenn in dieser Firma keine Fremdsprachenkenntnis nötig ist. Die Firma interessiert es überhaupt nicht, dass Sie richtig gut waren im Kundenkontakt, wenn Sie in dieser Firma keinen Kundenkontakt haben. Das heißt, Sie suchen sich aus Ihrem Lebenslauf, wie so aus einem kalten Buffet, die interessantesten Aufgaben und die interessantesten Stationen heraus, und Sie servieren das auf dem goldenen Tablett. Beispielsweise fangen Sie in einer Firma an und Sie sollen in dieser Firma eine Abteilung neu aufbauen. Dann werden Sie in allen Stationen, die Sie vorher durchlaufen haben, Ihre Aufbauarbeiten hervorheben. Kann sein, Sie haben sogar an der Universität oder bei Ihrer Ausbildung oder in Ihrer Schulzeit etwas gegründet und aufgebaut, eine Schülerzeitung, eine Studierendenzeitung. Dann würden Sie das natürlich ganz anders präsentieren, als wenn Sie sich irgendwo bewerben, wo Sie eben nichts gründen, nichts aufbauen, sondern nur etwas Bestehendes verwalten werden.
Aufgabe lautet also, fragen Sie sich bei den Stationen Ihres Lebenslaufes, was davon hat die größte Relevanz für den potenziellen Arbeitgeber? Und genau das werden Sie betonen. Es kommt nicht auf Vollständigkeit an, es kommt auch nicht auf Chronologie an. Am besten ist es, wenn Sie bei Ihrer letzten, bei Ihrer aktuellen Station beginnen und dann weiter in die Vergangenheit gehen. Denn das Aktuelle wiegt schwerer, denn das machen Sie ja gerade noch. Da sind Sie richtig gut drin und gut dabei. Darum sollte das im Mittelpunkt stehen und nicht das, was weiter in der Vergangenheit liegt. Und jetzt räume ich auf mit einem dritten Tipp, der falsch ist. Ich muss zugeben, zu Beginn meiner Beraterkarriere vor über 20 Jahren habe ich diesen Tipp auch gelegentlich gegeben, habe aber dann gemerkt, er funktioniert nicht. Als ich Supervisor wurde, Supervisor bedeutet, ich sitze als stiller Beobachter hinten in Vorstellungsgesprächen und gebe den Entscheidern später eine Rückmeldung. Und dabei habe ich gemerkt, dass Tipp Nummer 3, nämlich antworten Sie auf die Schwächenfrage mit Humor, dass dieser Tipp grottenfalsch ist. Denn Humor ist ein anderes Wort in diesem Fall für Ausweichen. Wenn ich Sie frage, was sind Ihre größten Schwächen, und Sie sagen mir, ich esse gern Schokolade, dann haben Sie ja indirekt gesagt, ich will auf deine Frage nicht antworten, drum denke ich mir was aus, drum weiche ich aus. Nun gut, vielleicht nehme ich das sogar wörtlich und sage, aha, Schokolade, das bedeutet, ich habe hier einen Menschen vor mir sitzen, der unbeherrscht ist, der seinen Impulsen folgt und der vielleicht auch, wenn er um 3:30 auf die Uhr schaut und denkt, ich wäre gern zu Hause, der dann auch dem Impuls folgt, aufzustehen, nach Hause zu gehen, auch wenn die Arbeit noch nicht gemacht ist. Sind Sie ein Mensch, der, wenn er irgendwann meint, es sei richtig, jemandem die Meinung zu geigen, obwohl es zu Streit führt, der das auch bei der Arbeit tut, eben weil er seine Impulse nicht unter Kontrolle hat? Sie merken es, diese humorvolle Antwort, die beinhaltet zwei Risiken. Erstens, man nimmt die Antwort wörtlich und man schließt daraus auf ihren Charakter. Schwäche für Schokolade heißt, ich bin unbeherrscht. Oder zweitens, man erkennt, dass Sie der Frage ausweichen. Und was denke ich mir, wenn ich der Meinung bin, Sie weichen aus? Ich denke mir, was hat der Kandidat oder was hat die Kandidatin eigentlich vor mir zu verbergen? Warum hat der Kandidat es nötig, auf Humor auszuweichen? Ist die wirkliche Schwäche so erheblich, dass sie ihn für diesen Job disqualifizieren würde? Diesen ganzen Verdacht, den können Sie vermeiden, indem Sie mit einer realen Schwäche arbeiten. Nur darf diese Schwäche nicht den Kern der Position berühren. Wenn Sie sich irgendwo bewerben und Ihre Aufgabe ist es, dass Sie sehr ordentlich sein müssen, sehr organisiert sein müssen, dann dürfen Sie eben nicht sagen, meine Schwäche ist, dass ich gelegentlich mal ein Chaos entstehen lasse. Wenn Sie sich aber als Werbetexter bewerben, wenn Sie eine kreative Aufgabe wahrnehmen, dann können Sie durchaus als Antwort auf die Schwäche geben, eine Schwäche von mir ist es, dass ich in einigen Situationen nicht so ordentlich bin, wie ich es mir wünsche. Beachten Sie meine Formulierung. Ich habe nicht gesagt chaotisch, sondern ich habe das positive Wort verwendet. Das sollten Sie bei Schwächen immer tun, dass ich nicht so ordentlich bin, wie ich es mir wünsche. Und ich habe davor noch gesagt, gelegentlich nicht so ordentlich. Das sollten Sie tun, wenn Sie eine Schwäche nennen. Nicht sagen, die Schwäche gilt immer, sondern einschränken, gelegentlich. Und Sie sollten dann auch eine Erklärung nachschieben. Hier könnte man zum Beispiel sagen, wenn es um Ausschreibungen geht, wenn ich meine Texte abliefern muss und es kommt wirklich auf die Qualität der Texte an, dann vergesse ich alles andere um mich herum. Dann entsteht schon mal auf meinem Schreibtisch etwas, das nicht mehr als Ordnung zu bezeichnen ist. Nur wenn ich die Abgabe dann hinter mir habe, dann beginne ich auch wieder aufzuräumen. Das ist glaubwürdig, das ist ehrlich und das ist um viele, viele Längen besser, als wenn Sie sich hinter einer humorvollen Schwäche verstecken. Und jetzt komme ich auf den vierten Tipp, der grottenfalsch ist und der in ganz vielen Bewerbungsratgebern immer wieder noch erteilt wird. Nämlich, antworten Sie ambitioniert auf die Frage danach, wo stehen Sie in 5 Jahren? Diese Frage wird Ihnen immer wieder gestellt, weil die Firmen sehen wollen, ob Ihre Zukunftspläne in dieser Firma überhaupt zu verwirklichen sind. Wenn Sie etwas planen, was in dieser Firma nicht möglich ist, wenn sich die Wege trennen, dann wäre es ja Unfug, Sie einzustellen, weil dann spätestens nach 5 Jahren Schluss wäre. Der heimliche Hintergrund dieser Frage ist es, man will herausfinden, ob mit Ihnen eine langfristige Zusammenarbeit in dieser Firma möglich wäre. Und jetzt sagen viele Bewerbungsratgeber,
Sage, dass du Ambition hast. Sage zum Beispiel, in 5 Jahren, da möchte ich gerne eine Beförderung erreicht haben. Da möchte ich gerne in einer höheren Hierarchieebene arbeiten. Da möchte ich gerne einen Karriereschritt gemacht haben. Aber diese Antwort ist extrem ungeschickt, denn erstens, in vielen Firmen ist es nicht möglich, weil die gehobenen Positionen bereits besetzt sind. Wenn Sie also sagen, ich möchte einen Schritt nach oben, bedeutet das, entweder es ist nicht möglich, dann sind Sie frustriert, oder Sie müssen vielleicht denjenigen, der als Fachvorgesetzter das Gespräch mit Ihnen führt, Sie müssen den von seinem Stuhl schießen, damit ein Plätzchen für Sie frei wird. Beides macht Sie nicht sympathisch, beides macht Sie nicht zum idealen Bewerber. Und die zweite Möglichkeit ist natürlich die, Sie sehen die aktuelle Position, auf die Sie sich beworben haben, und das ist das Problem, vor dem die Firma gerade steht und das sie lösen möchte. Sie sehen diese aktuelle Position nur als ein Sprungbrett an. Sie beißen also in einen sauren Apfel, um einen süßeren Apfel weiter oben in der Hierarchie zu greifen. Und das ist dann der absolute Grund, um Sie als Bewerber rauszukegeln. Denn die Firma sucht jemanden, der sich für die jetzige Aufgabe begeistern kann, der da Herzblut reinsteckt, der es richtig gut macht. Und die richtige, die kluge Antwort darauf ist, dass Sie in 5 Jahren sich noch in der Position sehen, aber sich in der Position weiterentwickeln. Dass Sie aufzeigen, was Sie in der Position bewirken wollen, dazulernen wollen, für die Firma erreichen wollen. Und wenn Sie das alles tatsächlich verwirklichen, dann kommt es vielleicht automatisch zu Ihrer Beförderung, wenn es die Möglichkeit gibt. Aber sagen sollten Sie es in einer solchen Situation in einem Vorstellungsgespräch unbedingt nicht. Ich komme dann nachher nochmal darauf zurück, wenn ich Sie auf mein Buch Geheimakte Vorstellungsgespräch verweise. Da sind nämlich die 3 besten Antworten auch auf diese Frage drin. Und damit bin ich beim 5. Tipp, der falsch ist, einen ganz, ganz gefährlichen Tipp, denn dieser Tipp hat schon sehr viele Bewerber ins Abseits geschossen. Es gilt fürs Ende des Vorstellungsgespräches, da behaupten viele Bewerbungsratgeber, es sei gut, wenn sie sagen, dass sie den Job schon früher antreten können. Manchmal haben es die Firmen ja eilig, manchmal schreiben die in ihren Stellenausschreibungen, am besten frühestmöglich zum nächstmöglichen Zeitpunkt anfangen. Und wenn Sie jetzt einen bestehenden Arbeitsvertrag haben, das ist die Voraussetzung, wenn Sie einen bestehenden Arbeitsvertrag haben und Sie sagen, ich könnte eventuell schon früher anfangen als meine eigentliche Kündigungsfrist, das machen viele Bewerber, was ist dann die Botschaft zwischen den Zeilen? Die Botschaft zwischen den Zeilen ist, es gibt Ärger zwischen Ihnen und Ihrem aktuellen Arbeitgeber. Denn warum sollte man Sie, wenn Sie eine gute Arbeitskraft sind, wenn Sie eine wichtige Aufgabe in Ihrer jetzigen Firma verrichten, warum sollte man Sie früher gehen lassen, als man es laut Vertrag müsste? Das tut man in der Regel nur dann, wenn ohnehin Knatsch herrscht, wenn man unzufrieden ist mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, wenn man jemanden loswerden möchte. Und wenn das bei Ihnen der Fall ist, dass Ihre alte Firma Sie loswerden möchte, dann denkt natürlich der potenzielle neue Arbeitgeber, vielleicht liegt es ja an diesem Kandidaten, dass er dort auf der Kippe steht, vielleicht macht er Unfug und vielleicht holen wir uns keine Problemlösung in unser Haus, sondern wir holen uns ein Problem ins Haus und das möchten wir unbedingt vermeiden, darum nehmen wir jemand anderen. Wie Sie genau das vermeiden, wie Sie mit solchen Fragen und solchen Situationen ideal umgehen, das können Sie in meinem E-Book Geheimakte Vorstellungsgespräch nachlesen. Dort habe ich Ihnen auf die 50 typischen Fragen im Vorstellungsgespräch, und es sind viele fiese Fragen darunter, dort habe ich Ihnen die jeweils 3 besten Antworten aufgeschrieben, die ich jemals gehört und mit meinen Klienten entwickelt habe. Durch dieses E-Book, das Sie günstig bekommen können, durch dieses E-Book bekommen Sie ein Wissen, das mehreren Coaching-Stunden entspricht. Das würde eigentlich viele 100 € kosten und Sie bekommen es für einen sehr kleinen Betrag, für den Betrag eines Abendessens im Restaurant. Also, das müssen Sie unbedingt probieren und Sie können diese Geheimakte 14 Tage testen. 14 Tage testen und nur wenn Sie 100%ig zufrieden sind, dann behalten Sie das Buch. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie die Geheimakte Vorstellungsgespräch verwenden, dann werden Sie sich freuen auf Ihr nächstes Vorstellungsgespräch, weil Sie endlich wissen, worauf es wirklich ankommt. Da ist auch ein Geheiminterview mit einem Personaler drin. Also klicken Sie das jetzt hier an und testen Sie die Geheimakte Vorstellungsgespräch. Es wird danach Ihr bestes Vorstellungsgespräch des Lebens. Ich verlinke Ihnen noch das Video darüber, wie Sie perfekt auf die Schwächenfrage antworten. Das ist auch sehr interessant. Abonnieren Sie den Kanal mit Glocke. Ich freue mich, wenn Sie wieder vorbeischauen
und schnappen Sie Ihren Traumjob. Bis zum nächsten Mal, Ihr Martin Werde.